Wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, es könnte Post haben. Eine Postkarte. Mensch. Ja, eine richtige Postkarte. Mensch, habe mich ja wirklich überrascht, dass ich mal Post bekomme. Vielen Dank, Tommy. Also ich finde es echt toll und dass du die auch so wirklich abgeschickt hast. Also ganz, ganz toll. Ganz lieben Dank. Schön, dass Sie endlich da sind, liebe Zuschauer von Keine Wochenshow. Er spielt nämlich schon seit 10:30 heute Morgen. Hatte Zeit und deswegen habe ich Zeit zu gedacht, üben oder was oder nö. wie oder was ist jetzt hier los? Ich dachte mal so. Ich dachte einfach mal so. Mehr nicht. Gott, doch An nicht. diesem schönen Sonntagmittag eine neue Ausgabe. Wie viel ist es denn jetzt? 1,36. Richtig, Ich bin gut, ich pass richtig. auf. Oder als Quersumme 10. Ja, wir hätten eigentlich heute rausgehen können, aber Aber Klimanotstand. was hat denn damit zu tun? Das ist Klimanotstand. Achso, der Hengstdorf, ja. Er hat ja nicht Bots zu sagen. Also es gibt noch keinen Klimanotstand. Es wird überlegt, den Klimanotstand für Hennigsdorf Auszurufen. auszurufen. Und auch nicht nur für Hennigsdorf, sondern auch für Oranienburg gibt es eine entsprechende Initiative, habe ich mir sagen lassen. Ich habe davon noch nichts gehört. Was ist denn jetzt, was würde denn passieren, wenn dieser Klimanotstand ausgerufen werden sollte oder ist? Das würde bedeuten, dass alles, was in einer Stadt passiert, auf den Prüfstand gestellt wird, was die eventuelle Klimaschädigung oder die Folgen fürs Klima angeht. Also dann geht es dann Nur noch darum, Fahrradfahren denn oder nö, aber es geht dann darum, nö, dann nicht nur Fahrradfahren. Aber es geht dann zum Beispiel darum, ob man zum Beispiel ein Feuerwerk macht oder ob man vielleicht lieber eine Lasershow stattdessen macht. Aha. Oder es geht darum, dass wenn sich eine Gemeinde oder eine Stadt neue Autos anschafft für die Verwaltung, dass dann halt geguckt wird, ob das E-Autos sind oder so. Es wird halt alles, was so entschieden wird, wird auch auf den Klimaprüfstand Und gestellt. nennt man das denn Notstand? Das kann man ja generell so machen. Das ist richtig. Ja, es klingt auch ein bisschen hysterisch. Ja, wollte gerade sagen, ich kann man sagen, wir machen jetzt eine Klimaverordnung 2.0 Ja. und sagen, ab sofort wird das und das gilt denn, und statt zu sagen, Notstand, Notstand hört immer so an wie 5 vor 12, bin zu spät dran. Das Ja, ist es gut, ja das auch. ist es ja eigentlich auch. Aber es ist ja eine Dauerverordnung. Notstand heißt ja eigentlich nur eine gewisse Zeit. Für einen gewissen Zeitraum wird dieser besondere Fall geltend gemacht. Ich find's an sich gar nicht so falsch, das zu machen. Ich finde es nur ein bisschen blöd oder ein bisschen albern, das Klimanotstand zu Ja, nennen, ja. weil den Klimanotstand, finde ich, kann nicht eine einzelne Stadt Das ausrufen. ist ein dauerhafter Zustand für eigentlich 90% der Welt. Ja, also wenn, dann müsste das die Welt ausrufen und nicht Hennigsdorf. Es gibt Und ja schon. Kelten nebenan hat keinen Klimanotstand. Ja, die ist ja putzsauber. Ja, da wird dann Feuer direkt an der Grenze zwischen Hennigsdorf und Velten wird dann das dreistündige Feuerwerk Genau. Und dann wird abgefeuert. in so eine Luftschleuse, dann wo die Luft nicht von einem nach B kommt, A nach B. Genau. Und ist denn da? Nö. Und in Hennigsdorf wird dann richtig gute Luft und Ja. in Velten werden Und sie dann nur wird noch dann, mit weißt du, dann macht man Atemmast. dann so, wir pflanzen da Zehntausender, Millionen von Bäumen und dann wohnen wir nicht mehr in Häusern, sondern wieder auf Bäumen. Und das wäre jetzt nicht das Schlechteste. Hauptsache, ich kann Netflix gucken, ne? Ja, das ist ja wieder eine Sache. Haben wir genug Sonnenenergie, haben wir genug Windenergie, damit wir das auch den Alten nutzen können? Wie ihr ja übrigens quasi im Filmchen vor dem Vorspann gesehen, habe ich ja Ah. nun endlich Post bekommen. Ja. Ich hab mich so gefreut, ja. Das wär's doch schön. Ja, ich muss dir auch wirklich nochmal danken Ja. für diese Postkarte und ich fand es auch wirklich schön, dass du die für mich in den Briefkasten geworfen hast, Das wie ihr ja war, letzte nein, Woche gesehen nein, habt. ich muss ja sagen, also ich habe es weitergeleitet an mein Hiwi. Deswegen. Der sich jetzt schon die eigene Post in den Briefkasten schmeißen muss. Ja. So ist die So ist Welt. jetzt, so wird es in Verbindung gesunken. Ja.
Ich habe heute eine Überraschung für dich. Ach, schön. Ja. Ja. Mhm. Also du kannst dir jetzt überlegen, ob du heute ein Bier testest. Ja. Aber ich habe richtig harten Alkohol. Dann nehme ich das Bier. Heute mit. Dann nehme ich das Bier. Du zum Vorglühen meinst, ja? Nee, trinken, ja, bestimmt. Ja, du wirst auch probieren. Ich habe, ja. Das erzähle ich nachher, das ist dann der Cliffhanger für später. Ich habe richtig guten Alkohol mit, sagte man mir. Sagte man dir, dann bin ich ja mal gespannt. Ja. Also darf ich mich jetzt um mein Probierbier des Monats, der Woche kümmern? Ist es denn klimaneutral? Keine Ahnung, heißt es, ist ein englisches Old Golden Hen Refreshing Craft Beer. Du kannst dir das machen, du bist ja der englische Experte dort. Dann nehme ich mal an, kommt es aus England. Wo hast du es denn her? Aus einem Supermarkt in der Nähe. Ach. Ja. Kaufland? Nein. Rewe? Nein. Edeka? Nein. Lidl? Ja. So ist es bei Lidl? Da gab es diese Woche verschiedene Biere aus verschiedenen Regionen. Ja. Bierspezialität. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist eine Bierspezialität. Riecht erstmal fruchtig, hat auch eine schöne feste Blume, also wirklich fest. Guck mal, kannst du in die Nase einstecken. Hat er nie gesehen. Ich versuche gerade herauszufinden, wo das hier nun herkommt. Also steht es drauf, hergestellt im Vereinigten Königreich, Green King Brewing. Hat aber eine Bitternis drin. Holla die Waldfee. Aroma, Tropical Notes of Grapefruit und Mango. Taste? Ja. Ja. Grapefruit, ja, Mango eher weniger. Die goldene Henne. Ey, das kannst du ja sozusagen als Bier für die Fernsehsendung nehmen. Als Bier für die Fernsehsendung? Die goldene Henne. Ach so. Verleihung. Aber es ist ja die alte goldene Henne. Ach so. Die vom Feuer. Also Grapefruit geht ein Stück weit mit, aber Mango habe ich jetzt da nicht rausgeschmeckt. Also ich sag mal so, da hast du schon Schlimmeres gehabt. Ja. Das ist irgendwie ganz in Ordnung. Craft Beer. Eine Brauerei dazu? Oh, warte mal. Westgate Brewery. In St. Emmons. Hast du denn sonst noch was Schönes erlebt die Woche? Schulanfang gab es ja die Woche. Meine Tochter hat jetzt ein neues Schulfach. Ich weiß gar nicht, ob man das so bezeichnen kann. FK. Nee, wie heißt das? FL heißt es. Hat sie montags morgens erste Stunde. FL? Ja, jetzt musst du das mal überlegen. Ich bin nicht drauf gekommen. Faustlos. Faustlos? Faustlos. Heißt das? Ja. Faustlos? Ja. Ist jetzt, meine Tochter ist jetzt dritte Klasse gekommen und hat jetzt sozusagen faustlos als erstes Schulfach. Was soll denn das sein? Ich glaube, es ist kein direktes Schulfach, sondern es ist eine Stunde, wo sich die Kinder sozusagen morgens austauschen können über das Wochenende und was sie erlebt haben. Das ist ja genau das, was wir machen jede Woche. Aber dass man unsere Sendung heißt ab heute die Faustlos-Show. Aber wie man das bitte schon, also da, wie man argumentieren kann, dass es faustlos hat. FL. Meine Tochter hat mir nämlich halt den. Na komm, also es passiert ja hier einiges in dieser Sendung, ja? Ja. Aber eines passiert nicht, dass wir die Fäuste verwenden. Und deshalb faustlos! Ja, keine Faustlos-Sendung. Ja, das fand ich schon sehr, sehr kuriose Frage. Ich finde es ja gut, dass man sich sozusagen hinsetzt und dann halt eine Stunde hat, wo man sozusagen sich austauscht. Aber normalerweise macht man doch unter Schüler doch zwischendurch, also dass man sich erzählt, was los war. Heutzutage nicht mehr. Ja, wir hatten ja unsere coole Couch, ja, wo wir dann mal rumgehangen haben. Aber das fand ich ja, ist eine tolle Idee, gerade für Grundschüler. So hat in der Grundschule auch nicht gehabt, oder? Mit so einer Grundschule, da war zwischen den Pausen und so halt. Wir brauchten sowas nicht, weil wir haben draußen gespielt. Wir haben draußen gespielt und haben uns das auch so erzählt, was wir am Wochenende gemacht haben. Ja. Ob wir am Wochenende wieder mit dem Gas oder Colt Sivas oder sonst was gesehen haben. Aber Colt Sivas und Airwolf haben wir nachgespielt. Ja. Ja. Und was haben wir noch gespielt? Airwolf müssen wir aber sehr viel später nachgespielt haben. Wir waren in der dritten Klasse. In der dritten Klasse kann ich mich dran, doch. Doch, in der dritten Klasse hattet ihr, achso, ihr hattet Kabelfernsehen, RTL, nee. In der dritten Klasse kam noch kein Airwolf. Doch, hätten wir. Ach doch, Airwolf kam ja auch auf Sat.1. Ja, weil wir zum Schwimmunterricht haben wir uns immer darüber ausgetauscht, wie die letzte Folge war, weil der Airwolf immer dienstags kam, wir hatten mittwochs Schwimmen gehabt. Das wisst ihr sogar noch. Ist so lange her, aber ich weiß das noch. So, das war auch eine interessante Woche, würde ich mal sagen. Ja, so richtig interessant war es ja schon am letzten Wochenende. Ja. Heidi Klum. Achso, das meinst du. Und die ganz wichtige. Tom Kaulitz haben geheiratet. Endlich, nachdem wir dann zweite, dritte Mal jetzt drüber sprechen. Wobei, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil.
Wie? Naja, es war ja, also es gab ja am Sonntag eine, also eine Spezialsendung. Eine wirklich wahnsinnig gute Sondersendung von Exklusiv. Ach so, nicht mit, von uns. Nee, schade. Von uns. Vielleicht hätten wir, das wäre nochmal gut gewesen. Wir werden eingeladen zu Tom Kraus, ja. Und Heidi. Wie wir es eigentlich gewollt dann haben. Hätten wir mal ein paar Zuschauer mehr vielleicht wahrscheinlich gehabt. Nee, also RTL hat eine Sondersendung, Exklusiv Spezial, über die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz, ohne auf diese Hochzeit eingeladen gewesen zu sein. Man muss sagen, das war ja irgendwie in Capri, ne? Auf Capri. Nein, es war nicht auf Capri, es war vor Capri. So, ja, im Bau, in dem Bumm. Sie schipperten auf einer Yacht vor Capri. Und der Bericht über diese Hochzeit bei RTL bestand darin, dass sie einen Reporter auf ein Boot gesetzt haben. Und dieses Boot ist dann vor diese Yacht gefahren, um dort abgewiesen zu werden. Toll! Der Reporter hatte auch Blumen dabei, die hat natürlich keiner nehmen wollen. Die armen Blumen. Und der Reporter hat dann auch so ein paar Fragen hochgerufen und die dann so, da so rumstanden, haben nur so irgendwie mit dem Kopf geschüttelt. Und das nennt RTL dann wahrscheinlich Qualitätsjournalismus. Ich weiß es nicht. Ja, ist das nicht so was? Ist das nicht der heue Maßstab für so was? Und dann war es dann auch so, dass dann, damit die Reporter schlechte Bilder bekommen, sind die immer mit so einem anderen Boot immer wieder rum um diese Yacht gefahren, um Wellen zu erzeugen, damit die Kameramänner schlechte Bilder machen. Was RTL natürlich nicht davon abhielt, das trotzdem zu senden. Und wie lange ging die Sachen? 10 Minuten? Nee, die ging noch eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Toll. Ja. Toll. Und es war dann so, dass... jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, dann war es dann so, dass die... Was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Achso. Heidi Klum. Heidi Klum, die standen dann da. Und Bill Kaulitz hat die wohl getraut. Aha. Und Bill hatte dann sowas wie so eine Pfarrersrobe an, wie so ein amerikanischer Priester oder so. Aha. Und da muss ich sagen, da habe ich einen Moment gezweifelt, ob sie die nicht doch alle verarscht haben. Weil sie schon lange verheiratet sind. Nee, weiß ich nicht. Ja. Weil ich fand es so ein bisschen albern, dass Bill da nun da so rumstand in dieser komischen Klamotte. Ja, der hat ja sowieso mal einen ausgefallenen Klamottenstil. Vielleicht hat er, und jetzt war seine Hochzeitskleidung vielleicht. Keine Ahnung. Ich frage mich ja sowieso, wenn man nicht möchte, dass man diese Hochzeit filmt, warum fährt man dann auf eine Yacht vor Capri und macht diese Trauzeremonie oben auf Deck, damit trotzdem irgendwie geheimnisvoll alle doch zugucken können? Genau, wo war das bei wie heißen sie, Brad Pitt und Angelina Jolie, haben sie doch irgendwie eine ganze Insel dafür, bei Tom Cruise und Katie Holmes haben sie doch eine ganze Insel gesperrt, dass der Luftraum gesperrt wurde und wie sind die halt für ein Scheiß. Ja. So sind sie halt, die Exklusiv-Reporter. Ja, und sonst fängt die Woche wieder Fußball an. Und er hat angefangen. DFB-Pokal. Du, gestern hat schon ein Berliner Club gespielt. Weißt du, und, was? Wie hat er gespielt? Sieg für Bielefeld. Ach, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt ist die Frage. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, weißt du, gegen wen Bielefeld gespielt hat? Nö. Viktoria Berlin. Ach, ja, Mensch. Der großartige Verein. Und heute spielt in der Konferenz Union und Hertha. Würdest du ja auf RBB? Und Hertha oder gegen Hertha? Und Hertha. Also so. Union spielt gegen Hertha. Ich bin ja schon sehr gespannt auf die Bundesliga-Partien. Und Eichstätt spielt gegen Hertha. Ich bin ja schon sehr gespannt auf die Bundesliga-Partien zwischen den beiden Berliner Vereinen. Das wird ein Spaß. Ja. Ich wundere mich ein bisschen, dass du das Top-Thema nicht anpackst. Du meinst den Rassismus-Skandal von Schalke oder nicht? Nein. Meinst du? Ich mein's denn? Na, Wacken. Wacken ist schon wieder ausverkauft 2020. Nach einer halben Stunde oder so. Ich wollte nachher Wacken ansprechen zum Thema CD-Tipp, aber wenn du das jetzt schon ansprechen willst... Ja, er konnte es gar nicht erwarten, bis du Wacken ansprichst. Bis Wacken, 21 Stunden, 75.000 Leute. Hast du es denn gesehen auf Dreisat? Bisschen, ja, ab und zu mal. Wie ab und zu mal? Ich denke, du bist ja nun der Fan. Ey, Wacken war ja nun 3 Tage, da hat man jetzt versucht, auf 3 Stunden zu klemmen, ja? 4. 4, Entschuldigung. Ja, die erste halbe Stunde haben wir geguckt. Da spielt ja nämlich die Band, die ich heute präsentiere. Ja, Sabaton. Dann mach doch gleich. Sabaton. Total, also sicher ist schon mal eine coole Idee. Die beiden Bühnen zu mieten, also zu haben, wobei die erste Bühne für die aktuelle Besetzung der Band ist und die andere Bühne für die ehemalige Besetzung der Band zu spielen. Und dann ihre 20-jähriges Jubiläum zu präsentieren. Das fand ich ja schon mal cool. Also synchron, also Schlagzeug, Bass, Gitarren wurde auf beiden Bühnen gespielt und dass der Sänger anscheinend immer hin und her jang. Und dazu haben sie jetzt auch ein neues Album draußen, Sabaton mit The Great War. Und das ist eine besondere Ausgabe, was wir hier haben, ist die History
Ja, die sieht schon so ein bisschen verwittert aus. Nee, aber es gibt ja vor allem normale Versionen, wie gesagt, die Historie-Version. Hier ist zu jedem Song gibt es ja noch einen Erzähler, der nochmal so einen geschichtlichen Hintergrund macht. Weil es geht hier in erster Linie um den Ersten Weltkrieg. Die Sabaton ist sowieso eine Power-Metal-Band, die sich weitestgehend mit allen möglichen Kriegen der Menschheitsgeschichte auseinandersetzen und dazu thematisch so aufarbeiten, ob das jetzt irgendwie schwedisch ist oder sonstiges. Die kommen ja aus Schweden. Und die haben jetzt, wie gesagt, dieses neue Album draußen. Und es ist ja klassischer Power Metal, würde ich mal sagen. Also eine Mischung zwischen Accept, Blind Guardian, Manowar. Und die glorifizieren halt ein bisschen dieses den Krieg. Also nicht im positiven Sinne, wirklich auch das Elend. Und dazu haben sie, wie gesagt, jetzt das Album zum Ersten Weltkrieg gemacht. Wirklich, wie man sich das so vorstellen kann. Da wirklich ganz großartige Songs. Und vor allem, was wirklich außergewöhnlich ist, an den Songs sind ja eine Reihe Lieder und dann zum Schluss gibt es The Flandern Fields. Und das ist eine A Cappella-Version eines Songs, wo die Lyrics von einem kanadischen Soldaten stammen von 1917, der da in diesen Krieg gefallen sind. Also ganz pathetisch aufgearbeitet. Und dann wird auch die Grausamkeit des Krieges dargestellt, wie bei Fields of Verdun. Also ist schon ganz, also wenn man sich dann genau mit den ganzen Texten beschäftigt, ist das schon eine schwere Kost. Aber musikalisch halt klassischer Power Metal, also richtig Bombast. Wobei die Drums mir ein bisschen zu, also nicht organisch, sondern eher synthetisch klingen, also wie Computer gemacht. Aber das heißt, jetzt ist nur meine Randbemerkung. Ansonsten ist es halt wirklich hier The Great Baron, also über den roten Baron zu schreiben und über, wie gesagt, die Felder von Verdun. Also an sich, für mich ist das erste Sabaton-Album, weil man mich an die Stimme dieses Sängers, Joachim Rohrding heißt er, glaube ich, ein bisschen gestört hat. Er hat dazu so eine, kann ich ja nicht bestimmen, er hat so eine besondere Stimme. Ja, eigentlich, bei dem Album hört sich das richtig cool an und der ist drumherum, die ganzen Chöre dazu, an sich ein tolles Album. Wie gesagt, als Narrator, als wie gesagt, als Thurike-Version noch cooler, weil man das zwar noch die Geschichte hört auf Englisch. Es gibt was Neues von Christian Lindner. Dass er hier den Nix in Oranien in Lehnitz aufschlägt? Oder? Das auch. Am 20. August, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, Christian Lindner hat sich nämlich geäußert gegen die Idee einer SUV-Steuer. Warum? Weil er selber so ein Ding fährt, oder was? Nein. Die Begründung war, das muss ich kurz mal ablesen. Also er sagt, ein Diesel-SUV, der nur wenige Kilometer genutzt wird, ist umweltfreundlicher als der Kleinwagen mit hoher Fahrleistung. Aha. Wo steckt der Fehler jetzt im Detail? Der Fehler im Detail steckt, dass der Kleinwagen, wenn er nur wenige Kilometer genutzt wird, ja auch weniger Emissionen ja, genau, verbraucht. Was ist denn das bitte für eine Logik? Also das ist ja noch viel schlimmer, dass man sich einen fetten SUV kauft, den dann nicht mehr bewegt. Wozu braucht man den denn dann? Ein Statussymbol für den, ja, die kein Statussymbol brauchen. Haben genau. Gelernt. Also was ist das denn bitte für ein Vergleich? Ja, Blödsinn. Ja. Also erstens ist es Blödsinn. Ist eigentlich schrecklich dämlich, muss ich ja mal sagen. Ja, weil man ist ja wirklich so, dass diese Autos wirklich von allen möglichen Leuten gefallen sind. Vor allem mittlerweile auch Muttis, die damit durch die Stadt fahren. Und gerade Stadtverkehr ist natürlich... Ja. Verbrauch besonders hoch. Genau, wollte ich gerade sagen. Dementsprechend auch ein bisschen blödsinnig. Und vor allen Dingen, er sagt auch, dass man das über die Benzinpreise regeln kann. Und ich sag mal, das ist ja noch viel arschiger, weil der dann ja damit sagt, naja, die fahren ja sehr wenig und dann, ja, die paar Cent, die zahlen sie dann halt. Aber hier die Kleinwagenfahrer, die so sehr viel fahren, die können doch ruhig ein paar Euro mehr zahlen. Ich wollte sagen, es gibt ja viele Dieselfahrer, die halt einen Diesel haben, weil sie halt lange Strecken zu fahren haben. Ja. Weil er dann halt ein bisschen günstiger im Verbrauch ist. Aber das ist ja schon echt... Naja. Also Herr Lindner, Nee. Hast du Promi-Geburtstage? Einige. Ich habe tatsächlich diesmal nur drei. Darf ich anfangen? Bitte. Montag. Helene Fischer. Atemlos durch die Nacht. Rasselvoll durch die Nacht. Ja, 35 ist die gute Dame. Herzlichen Glückwunsch, ja. Liebelein. Ja. Dienstag habe ich ihn. Dienstag habe ich einen. Habe ich Anushka Renzi, Schauspielerin, 55 ist sie. Die war mal im Forsthaus Falkenau, habe ich mal gelesen. Hast du mal gelesen? Damals. Mittwoch habe ich David Rush. Sagst du den Namen mal? Nein. Sledgehammer, der Typ. Habe ich nie gesehen. Das war eine total großartige Sendung. 75 ist der Herr geworden. Und den haben wir noch. Pat Smear,
Gitarrist, ehemaliger Gitarrist von Nirvana als zweiter Gitarrist auf Tour und neuer Gitarrist oder eben alter Gitarrist bei Foo Fighters. Das ist ja schrecklich interessant. Ja, Pat Smear, großartiger Kerl, 60 Jahre alt. Na, hast du noch jemanden? Ja, Donnerstag. Da habe ich Jan-Josef Liefers. Ja. Börne aus Professor, dem Tatort. Professor. Doktor oder nur Professor? Nee, Professor. Professor Börne aus dem Münster-Tatort ist 55 geworden und... Und? 18. August, Oranienburg. Genau, als Radio Doria, wohlgemerkt. Ja. Nicht er alleine. Das naja, aber schon, ja, es wird schon mit Jan-Josef Liefers geworben. Ja, aber nee, das ist das Konterfei von seinem Album. Ja, aber Radio Doria. Ja, wenn da Jan-Josef Liefers nicht drauf wäre, wüsste kein Schwein, dass das da... Aber es ist ein sehr schönes Album. Ja. Freitag habe ich keinen. Ich habe gar keinen mehr. Dann habe ich noch Samstag. Rosanna Arquette habe ich noch am Samstag mit 60. Ehemalige Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob es noch Arbeit macht. Es gibt schon wieder einen mehr oder weniger, also für uns mehr, prominenten SPD-Austritt. Ja. Ja. Ja, erzähl mal. Diesmal allerdings nicht mit einem Einspielfilm, wo wir diese Person dann nochmal treffen. Andreas Dalibor, der ja auch schon bei uns zu Gast war. Ist es eigentlich ein schlechtes Omen, in unsere Sendung zu kommen? Und dann treten sie aus der SPD aus. Vielleicht sollte man anderen... Liebe Community, also liebe drei. Welcher SPD-Prominente sollte mal in unsere Sendung kommen, um dann ein Jahr später aus der SPD aus... Also liebe Sozialdemokraten, wen wollt ihr loswerden? Sie sind da gerade alle losgeboren. Ja, also Andreas Dalibor war schon Gast bei uns, ist vorletzte Woche aus der SPD ausgetreten. Mhm. Hauptgrund, sagt er tatsächlich, fehlender Rückhalt in Sachen Races to Exist, Punk-Festival in Kremmen. Das hat ihn offenbar sehr getroffen. Vor allem war fast überlaufen, hat er direkt gelesen, ja. Verständlich. Ja, und wie ich im Nachhinein gehört habe, war es ja so, dass er das vorher schon angedroht hat, dass wenn da nichts passiert seitens der SPD oder seitens des Landrates oder wem auch immer, der Politik allgemein, wird er sein Parteibuch abgeben. Und das hat er getan, finde ich konsequent, auch wenn ich finde ja immer ein Austritt, also ich glaube, wenn man aus einer Partei austritt, dann kann man sie auch nicht mehr ändern. Also man ist ja trotzdem offenbar ja immer noch dafür. Ja, aber dann hast du ja wirklich auch, dann ist wirklich Hopfen und Malz bei demjenigen verloren, weil er dann auch wirklich keine Perspektive innerhalb des Ganzen sieht. Ja, jetzt wird es aber Zeit, hier ein bisschen zu saufen. Nein, ja. Ich habe Angst. Ich auch, das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe vor kurzem Nicolas Kröger getroffen. Der ist 28 und der hat in Sommerfeld, betreibt er eine Firma, die Spirituosen produziert. Also er produziert Spirituosen und kreiert auch Spirituosen. Er veredelt auch Spirituosen, also er macht eigentlich alles. Er macht macht er eigene Sachen, er macht auch im Auftrag von Firmen, kreiert er Sachen und veredelt Sachen. Also er macht eigentlich alles. Und 28 extrem cool. Ja, und ja, er sagt, dass er schon mit 16 oder mit 15 hat er schon Schnaps gebrannt, als man das ja, also darf man ja das noch nicht. Also man darf nicht trinken, aber man darf brennen. Naja, das, also, und er hat schon als Kind hat er ganze Gerichte gemacht, also Gerichte gekocht und gemacht und getan. Also das ist ja auch ein netter Koch, ja? Er hat eine gute Sensorik, hat ein gutes Geschmacksgefühl und hat offenbar da ganz viel drauf. Und er hat uns oder mir, nicht jetzt quasi für die Sendung, so allgemein. Er hat mir so allgemein zwei Bottles in die Hand gedrückt. Ach, oh meine Nase. Ja. Das ist einmal Rum, feines Rum, spiced. Und einmal ist es... Edel. Ist es vermutlich Whisky. Nee, auch Rum. Also zweimal Rum. Ach du meine Nase. So sehen die aus. Da haben wir jetzt, haben wir ja wirklich die falschen Gläser. Hättest du mir aber scheiße sagen, hätte ich ja mal Rumgläser. Das ist jetzt ja. Keine Ahnung. Ja. Wir müssen sowieso erstmal sehen, also welche wollen wir denn aufmachen? Die Spicy oder PX? Cask, Barbados. Mach mal hinter den Rücken, also geht ja schlecht, aber. Ist ja. Dreh mal. Okay, dann nehme ich. Die da. Okay, nehmen wir die. Gut. Spiced. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir die aufkriegen.
Wahrscheinlich scheitert es daran, dass wir die nicht aufkriegen. So, man muss das Siegel ein Wachssiegel so. Ein Wachssiegel. Mann. Ich dachte, das geht schneller. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Aber ja, das wird schon irgendwie gehen. Ich befürchte jetzt fast, dass wir einen Öffner brauchen. Da brauchst du keinen. Ach nee, ach. Nee, jetzt, nee, jetzt musst du. Was ist der Sand? Riech mal. Der riecht ja nicht nach Fusel. Nee. Riecht richtig Sand. Das riecht nicht wie Mancherie. Nee. Oh, das ist ja wirklich. Das, nee, das riecht nicht wie Mancherie. Das riecht wirklich so was wie edle Schokolade, Nuss oder sowas. Endpunkt nennt er sich. Also der Nikolas. So. Ja, nur einen kleinen. Reicht. Bitteschön, hat übrigens 33,2 Umdrehungen, also hier nicht so mit deinen Bieren. Also es riecht tatsächlich sehr, sehr interessant und irgendwie sehr gut. Also fruchtig auch so ein bisschen, finde ich. Ja, bitte. Danke. Also nicht so scharf, als wenn jetzt wirklich so ein Fusel von der... Also man merkt die 33%, dieser Abgang, der ist schon... Jetzt ist mir warm. Aber ich muss ganz klar sagen, ich trinke sowas ja überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber es schmeckt geil. Also es ist tatsächlich geschmacklich eine Explosion auf der Zunge. Da hast du ein bisschen Vanille und so ja. Spaß, ne? Hm? Da ist so einiges drin. Ich finde es, ich bin jetzt wirklich sehr überrascht. Ich hatte ein bisschen Angst davor. Vanille ist da drin, hast du da noch ein bisschen? Ich kann nicht sagen, was da drin ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es ist irgendwie, es ist wirklich gut. Was steht denn hier drauf? Rum, Water, Organic Cane Sugar, Organic Vanille, Flavor from Organic Farming. Tja. Ja, jedenfalls haben wir die Vanille. Vanille, die haben wir auf jeden Fall rausgeschmeckt. Also das ist echt... Das ist heißer Stoff, also wirklich toll. Jedenfalls, der Sort kann großen Respekt. Aus Sommerfeld, muss man ja mal sagen. Toll. Übrigens, bald werden wir vielleicht eine Sondersendung machen. Es gibt nämlich eventuell bald eine Zugverbindung direkt von Oranienburg nach Wien. Ach ja, wobei ich noch nicht genau weiß, wie das funktionieren soll, über Nacht, ob man dann irgendwie... So es gab früher, meine Tante kommt ja aus Wien und die hat gab es ja im Osten eine Verbindung von Berlin nach Wien, die nannte sich Wiener Bona. Erstmal so, hat dann so einen Nachtzug gehabt, der dann in Berlin... Ja gut, aber das ist ja ein Nachtzug, das ist ja jetzt ein einfacher Interregio. Nein, das ist ein Interregio, das ist ein ICE oder so. Es soll demnächst ein Interregio alle 2 Stunden zwischen Rostock und Dresden fahren, mit Halt in Oranienburg. Und nachts... Weil sie diesen Zug irgendwie immer, weil das irgendwie österreichische Waggons und zur Wartung müssen die immer dahin. Und deswegen wollen die dann gleich so eine Linie und der fährt dann halt weiter nach Wien. Ich weiß nur nicht, wie das gehen soll, ob man dann da über Nacht halt in diesem normalen Interregio sitzt. Anscheinend. Und dann fährt er halt von hält er nicht Dresden, sondern fährt dann halt weiter nach da. Er hält in Dresden, aber fährt weiter. Genau. So, ich habe jetzt 1,5 Minuten für meinen Buchtipp und ich muss echt sagen, dass. Das ist heißer Scheiß. Das liegt auch immer noch auf der Zunge. Das ist ein sehr geiler Geschmack. Aber auch nicht scharf. Nö, also scharf ist ja generell. Also ich bin ja auch kein Experte für sowas, aber der ist weich. Ich werde zum Alkoholiker. Es ist ein typischer Spionageroman. Was ist denn gleich denn da? Denn? Kann ich machen. Ich lese schon sehr lange die Reihe mit den Gabriel Allen Thriller. Geschrieben von Daniel Silva. Und hier ist der englische Spion. Gabriel Allen ist ein Spion des israelischen Geheimdienstes und er ist in aller Welt unterwegs. Und diesmal geht es darum, dass die Gattin des englischen Prinzen, also die ehemalige, also die geschiedene Prinzessin, kommt bei einem Bombenanschlag auf einer Yacht zu Tode. Also man weiß nicht, die ist verschollen, das Boot ist in die Luft gegangen und keiner weiß, wo es ist. Und daraus entspinnt sich halt eine sehr spannende Geschichte mit englischen und russischen Geheimdiensten und ja, also wirklich sehr spannend. Manchmal verliert man tatsächlich so ein bisschen die Übersicht, weil
weil es ist halt wirklich weltumspannend. Also die sind in Hamburg, in Lissabon, in London, in Nordirland, überall, keine Ahnung. Was an dem Buch wirklich sehr gut ist, es ist mit sehr viel Dialogen, also es ist sehr lebendig geschrieben und man kann eigentlich dieser ganzen Handlung dann letztlich doch gut folgen, weil das alles gut erklärt ist, eine sehr gute, lockere Schreibe. Und es sind 550 Seiten, aber liest sich relativ schnell weg und macht wirklich Spaß. Und es ist jetzt, glaube ich, das 5. Buch der Reihe. Insgesamt ist es der 14. Roman der Reihe. Und ich werde garantiert auch die nächsten lesen. Daniel Silva, der englische Spion bei HarperCollins. Ja. Was war das hier? Ich würde mal schwer behaupten, keine Alkoholikershow. Prost. Prost.